Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Unity of Command 2 Barbarossa. Und weiter geht's hier in der Mission Bryansk. Und, tja, erstmal gucken, was die Russen machen. Denn wir unten haben ja hier so einen Schlauch gebildet, der durchaus anfällig ist für Gegenangriffe. Logischerweise, die Lücke oben wird verstärkt. Derzeit erstmal nichts weiter Dramatisches. Interessant wäre es natürlich jetzt, wenn wir mit unseren Panzerkräften hier oben den Nachschub quasi für den unteren Bereich unterbrechen könnten. Dann hätten wir auch nicht mehr das Problem, dass wir zu sehr uns um unseren Nachschub hier kümmern müssten. Runde 3. Orel bis Runde 4. Hoho. Wir klären mal auf. Hier oben eine Infanteriedivision. Ja, wir können hier schon ganz schön Gas geben. Allerdings haben wir natürlich, ich muss ja den Nachschub hier auch irgendwie hochführen. Da führt ja kein Weg dran vorbei, deswegen wird es jetzt erstmal wichtig, dass wir hier, können wir die überversorgen? Ja, versorgen wir die über. 0 zu 4. Dann schauen wir mal, ob wir hier mit der... Ja, da kommen wir rein. Ich muss jetzt nur aufpassen. Wie sieht es denn aus? Verstärkungen. Ah, sehr gut. Können wir hier verstärken. Infanteriedivision. Oh, die ist aber auch schlecht benannt. 9. Panzerdivision sieht besser aus. Was haben wir noch? Eine Infanteriedivision. Aber die gehört wenigstens zur zweiten Panzerdivision dazu. Das ist gut. Ich frag mich gerade, ob ich die nicht auflöse. Nee, auflösen nicht. Aber die kann ich nach Schoschka reinstellen. So, mit wem unterbrechen wir jetzt hier den Nachschub? Das wäre interessant. Denn ich muss natürlich auch gucken. Wobei wir haben noch für eine Runde haben wir hier oben eine Notversorgung. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht weiter dramatisch. Schauen wir mal. Nachschub kommt natürlich immer noch rein. Ach, jetzt kann ich die hier nicht mehr weiter bewegen. Oh. Na, dann müssen wir hier hochgehen. Hilft ja nichts. Dementsprechend sind die jetzt abgeschnitten. Und weiter versorgen kann ich die nicht. Wir werden hier in der nächsten Runde, setzen wir mal noch schnell unsere weiteren Einheiten hier. 9. Panzerdivision und die 16. Infanteriedivision. Kann ich die aufstocken? Derzeit keine HQ-Reserven. Also ich denke mal, dass wir hier... Na gut, die bekommen natürlich dann den Nachschub über Süden. Wenn ich die Lücke hier nicht halte. 0 zu 2, 0 zu 4. Könnte man natürlich jetzt aber auch hier schon massiv... Mann sind da drin, das ist nicht viel.
Das wird noch interessant werden hier. Das wird sogar noch sehr interessant werden. Wir verlegen jetzt erstmal die 29. Infanteriedivision motorisiert nach Norden. Ebenso die 4. Panzerdivision. Dann ist tatsächlich die Frage, was machen wir hier? Wie kann ich hier noch unterstützen, beziehungsweise schauen, dass hier der Korridor offen bleibt? Ich würde fast sagen, wir verlegen uns hier noch runter. Nee, das kann ich nicht offen halten hier. Das kann ich nicht offen halten, da muss ich mich jetzt hier halt nochmal zurück. Gut. Weitere Einheiten haben wir hier nicht. Mensch, wieso sind denn diese zwei Runden ohne Nachschub? Die haben wir aber Pech hier. Müssten natürlich Nachschub reinbekommen. Haben zwei Runden Pech gehabt. Kann ich nur hoffen, dass wir in der nächsten Runde versorgt werden. Und hier wollte ich ja noch Artillerie zuführen. Wo ist die Artillerie hin, die ich vorhin weggenommen habe? Ich habe doch hier vorhin eine Artillerieeinheit weggenommen. Oder habe ich das? Hä? Die müsste doch jetzt diese Runde kommen. -3. Und nach wie vor werde ich nicht in die Lücke vorstoßen. Oder stoße ich in die Lücke vor? Sieht mir schon sehr gewagt aus. So, einen weiteren reduziert hier. Ich würde natürlich hier oben gern durchkommen, aber da fehlt es dann doch massiv. Ich frage mich jetzt gerade, wo die Artillerie hin ist. Ich hatte auch letzte Runde die Artillerie hier abgezogen. Dann ziehe ich sie jetzt ab. Und dann nächste Runde hier dazu. Okay. Schweren Herzens muss ich jetzt hier gleich wieder auf weiter drücken, denn mal haben wir noch irgendwo einen Angriff übrig. Hier noch, ja. War leider kein guter Angriff. 2:0, 1:1. Ne, ich muss meine Versorgungslinie hinten noch schützen. Dann war es das auch schon wieder für diese Runde. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl dabei, kann ich aber gerade nicht ändern. Und ja, wir haben noch die fliegende Artillerie, aber dafür habe ich momentan auch noch keine Verwendung. Schauen wir mal. Nächste Runde. Oh. Das ist natürlich schlecht. Dass wir dann woanders irgendwo Druck machen können. Samsung, geh mal ein bisschen weg da. Hätte man den Angriff nicht führen dürfen.
Wieder spreche ich von wir, gell? Immer wenn ich Fehler mache. So, die ganzen Überversorgungen hier oben sind jetzt aufgebraucht. Wir können mal gucken. Ich mache jetzt hier nochmal mit der Aufklärung, ob hier tatsächlich frei wäre. Nee, da ist nach wie vor noch eine Infanteriedivision drin. Dann würde ich sagen... Ja, da müssen wir uns jetzt vor allem auch beeilen. 4 zu 0. Vielleicht kommen wir direkt die Runde noch nach Orel rein. Jawohl. Sehr gut. Auch wenn wir natürlich für die nächsten Runden hier keine... Da steht er. Schaut mit zu. Der findet Unity of Command immer ziemlich gut. Es passiert dann doch auf dem Monitor anscheinend Dinge, die dem Kater irgendwie ganz gut gefallen. Also Orel genommen. Dementsprechend bricht jetzt hier hinten auch überall die Versorgung zusammen. Das ist auf alle Fälle schon mal gut. Es müsste halt nur noch auch nur so bleiben. Wir müssen jetzt schnell den Korridor hier freimachen. Hoch nach Bryansk. Und Bryansk muss natürlich auch fallen, sonst sind die Einheiten hier in Orel alles andere als gut versorgt. Und hier oben sieht es natürlich auch wirklich schlecht aus. Hm. Na, es muss jetzt schnell gehen. Ich meine, die Versorgung wird ja nicht mehr aufmachen können. Wir bekommen diese Einheit, diese Runde noch ein paar Einheiten, ja. Ja, da geht doch einiges. Gut, wir werden jetzt hier nachrollen. Stehen fest. Da haben wir sogar das Hauptquartier. Kommen bloß nicht hin, leider. Vielleicht mit unserem Motorisierten. Nee, kommen wir nicht rein. Ach, ich hätte die noch überversorgen können. Was machen wir jetzt hier? Was für ein Tool erobern bis Runde 9? Schauen wir mal, ob das noch gelingt. Wahrscheinlich eher nicht. Aber wo führen wir jetzt die entlang? Ich muss möglichst schnell... Ich habe hier auch keine Artillerie mehr. Schnellstmöglichst frei machen. Samson, ich sehe nichts. Wie lösen wir das Problem? Es sind jetzt seit einer Runde ein Nachschub, dann sind es zwei Runden. Es wird eine Nachschubschlacht werden, das kann man jetzt schon sehen. Mensch, und die Einheit hat jetzt zum wievielten Mal keinen Nachschub bekommen? Ist ja unfassbar. Ich ziehe die jetzt hier ab. Mal gucken, was das dann bedeutet. Und hier ist die Frage. 4 zu 0. Nee, da kommen wir nirgendwo durch. Ich habe auch leider keine Artillerie hier in dem Sektor. 3 zu 0. Wie wichtig ist jetzt hier... Da ist Artillerie. Ich bin jetzt hin und her gerissen zwischen schnell nach vorne rücken und erstmal versuchen, hier unsere Nachschublinie noch irgendwie einigermaßen zu sichern. Wir müssten eigentlich nur diese Einheit hier rausbekommen. Die Frage ist, ob sich das lohnt. Aber wisst ihr was? Hier diese Einheit, die ist sowieso in der nächsten Runde gar nicht mehr dabei. Jetzt erst recht nicht. Ich hätte gehofft, dass wir zumindest hier was abziehen können. Nee, das wird nichts mehr. Haben wir zumindest noch einmal Artillerie. Ja, hier kommen die ganzen starken Einheiten jetzt.
mit unserer Versorgung aus? Ist eigentlich ziemlich weitreichend. Da kommen wir also nicht hin. Hier haben wir auch keine Kräfte mehr. Die kommen ja sogar und sind eingegraben. Als ob es das braucht. Für die Einheit wäre natürlich Unterstützung mal nicht schlecht. Infanterieregiment Großdeutschland. Boah. Na gut, ist ja natürlich auch nur ein Regiment. Und hier oben. Hier oben ist es haarig. Jetzt müssen wir jetzt hier gucken, dass wir schnellstmöglichst unsere Verbindung wieder aufbauen. Das heißt, ich muss die aber alle abziehen erstmal. Komme ich mit der Einheit wieder hoch? Nee. Die stehen immer noch. Das war's jetzt, oder wie? Jetzt komme ich da nicht mehr ran. Verdammt nochmal. LKWs habe ich nicht. Luftversorgung und Opel-Blitztransport. Fügt dem Nachschubnetzwerk ein LKW zu. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Eine Runde. Tja, stehe ich hier und komme nicht mehr an diese Einheit ran. Muss vor allem das Hauptquartier jetzt auch wieder irgendwo hinbewegen, wo die wieder in Versorgung sind. Kann ich, weil sie keinen Nachschub hat. Ah, verdammt. Wisst ihr was? Wir nehmen jetzt hier den Opel Blitz. Es ist mir sonst zu heikel. Wo bauen wir ihn hin? Erstmal da. Der Norden muss jetzt erstmal nicht so weit versorgt werden. Dann haben wir hier nächste Runde wieder Nachschub. Aber könnt ihr euch ja vorstellen, dass ich hier alles andere als glücklich bin. Da hat man 2:0. Runde 4. Bekommen die Russen eigentlich noch Nachschub? Nächste Runde. Okay, 3 Divisionen. Sehe ich denn auch, woher die kommen? Aufmarschorte. Ah, hier oben. Sind alle hier oben. Okay. Gut. Schauen wir mal, was der Russe macht. Nicht viel, das ist gut. Fürs Erste, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir jetzt hier endlich unseren Nachschub wieder sichern können, beziehungsweise unsere Nachschublinie wieder aufmachen können. Ah, 3:0. Vielleicht muss ich jetzt erstmal hier. Warum kann ich kein HQ nicht in Reichweite? Ach, der kann wieder zu. Hm. 2:0. Die sind natürlich auch massiv eingegraben.
ohne Nachschub seit 2 Runden. Dann muss ich da wahrscheinlich durch und meine Einheiten ebenfalls erstmal noch ohne Nachschub lassen. Ich kriege die hier nicht so schnell raus. In der nächsten Runde sind die durch. Dann kann ich die locker angreifen, ohne Probleme, auch mit schwächeren Einheiten. In der Runde ist es halt schwierig. 0 zu 1, 0 zu 3. Ja gut, Orel muss ich natürlich jetzt erstmal irgendwie auch sichern. Frag mich jetzt nur gerade eben, ob ich hier offensiv werden sollte mit den Einheiten. Aufklärer haben wir nicht mehr. Wie ist denn mit dem Nachschub aus Bryansk? Der ist ja mittlerweile auch komplett dicht, ja. Ne, da stehen wir ganz gut. Brücke können wir gut verteidigen. Das Hauptquartier haben wir jetzt hier genommen. Ich rieche irgendwo eine Falle. Ich weiß bloß noch nicht genau wo. 2 zu 0, 1 zu 1. Ne, ich lasse die jetzt hier eine Runde noch offen, ziehe meine Einheiten nach. Sind natürlich dann erstmal nicht versorgt. Frage ist auch, ob hier frei ist, Richtung Kursk. Sebastian, schaue ich jetzt nochmal. Ah ja. Einmal überrannt. Was? Wir gehen jetzt hier. Ah, angreifen können wir sie nicht, aber wir können erstmal die, was ist denn das? KV-1 Panzer bombardieren. 1 zu 1. Nehmen wir in Kauf. Nächste Runde wird auf alle Fälle interessant, da dann mein Nachschub ins Wanken gerät. Der ist überversorgt, den können wir also getrost nach vorne ziehen. Gut, die Einheit hier ist natürlich extrem schwach. Die überzuversorgen macht keinen Sinn. Die ist außerhalb der Reichweite. Die gehört zur Heeresgruppe Mitte. Was für ein Durcheinander hier. Dann versorgen wir die hier noch über. Ich habe hier bestimmt irgendwo eine Fehlkalkulation drin. Frage ist nur, wo? Die können wir doch. Na, ziehen wir die doch mit hoch. Aber ich mache mir da jetzt keine großen Sorgen erstmal, denn der Russe ist dann in der nächsten Runde auch erstmal komplett nicht versorgt. Das belassen wir jetzt hier. Gut. Ein LKW haben wir noch. Schau mal, dass wir hier oben jetzt mal das Problem aus dem Weg räumen. Da er natürlich hier auch keine Versorgung hat, das ist jetzt erstmal nicht weiter dramatisch. Belassen wir jetzt erstmal so und da setzen wir hier oben LKW ein. Ja. Und dann entfernen wir den hier wieder, den brauchen wir in der nächsten Runde nicht. Ah, ich hätte wahrscheinlich diese eine Runde nicht machen dürfen.
Nur Nachschub für 2 Runden. Ja, Briansk muss jetzt schnell freigemacht werden. Komme ich hier noch über den Fluss drüber? Nee. Na, da bin ich gespannt, wo es mich denn jetzt zerlegt. Das hier oben sieht erstmal nicht gut aus. Für den schlimmsten Fall haben wir natürlich noch die Luftversorgung, aber dann hätte ich 2 Karten hier ausgespielt in einer Runde. Das ist jetzt auch nicht unbedingt im Sinne des Erfinders. Ich verleg die mal einen Tick weiter runter. Sind wir dann hier unten in Reichweite? Nach wie vor nicht. Panzergruppe 2. Das bringt uns nichts. Verlege ich die oder verlege ich sie nicht? Nee, ich verlege sie derzeit noch nicht. Oder doch? Doch. Sind wir schon mal ein Stück nach vorne. ...4:0. Lass mal. Passt. Sieht gut aus. Und die Antwort der Russen sehen wir uns in der nächsten Folge an. Warum schaue ich so ungläubig? Weil ich es irgendwie nicht fassen kann, dass es gerade so reibungslos abläuft. Irgendwo ist ein Haken. Wenn irgendwas so gut geht, stimmt was nicht. Sehen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge. Ich wünsche euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht's es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Fetzzeug. Servus.